Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. Wheatley hat in der letzten Folge etwas angekündigt. Entschuldigung, mein Fehler. Tollpack. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter. Dass er uns wahrscheinlich loswerden will. Und ich glaube, das hat er damit offiziell bestätigt. Nur noch 3 Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Okay. Da hinten brennt es. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ich resette die Kamera jetzt noch einmal. Irgendetwas habe ich da jetzt gerade übersehen. Oh, das ist anstrengend. Ich habe mir schon überlegt, dass das Gel sich mal auf die drauf fallen muss. Aber irgendwie muss ich ja das Gel reinpassen.
wieder hier gefangen. Das, schätze ich, müssen wir auch machen. Und dann das Signal einmal invertieren. Und das Orange dann da hinsetzen. Und dann blub. Sehr schön. Hatte ich eben gar nicht kaputt gemacht. Ich bin stolz auf mich. Okay, und jetzt müssen wir noch da hinten fliegen. Okay, jetzt machen wir wieder Masse mal Beschleunigung. Beschleunigung! Oh, Jump. Du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Ich weiß es nicht, aber dass er so reagiert, gefällt mir auch nicht. Und ich glaube, meinem Wetter draußen gefällt es auch nicht. Bei mir zieht sich gerade derbe zu. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Zwei Kammern? Und läuft die Zeit davon. Ja. Vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Okay, mach ich. Was? Überraschung! Wir machen sofort! Was? Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ja. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. Ja. Oh, oh. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo. In diesem Fall bringe ich dich um. Hallo, mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo steckst du? Komm zurück. Wow. Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Nein. Oh, du bist zurückgekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die Todesfalle kann ich nicht wieder aufbauen. Oh, spring doch einfach mal da in die Grube. Tust du das für mich? Spring da mal runter. Ich will jetzt noch mal. Spring ich will jetzt noch dafür ein Achievement. Wow, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ich bin hier der Boss. Errungenschaft freigeschaltet. Ich wusste es. Also das war es mir jetzt gerade echt mal wert. Also ich bin echt teilweise so ein Achievement, ja, Jäger. Okay, auf jeden Fall. Jetzt wird uns. Du hast mich schließlich getötet. Ja. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo! In diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Und weißt du, was wir machen? Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Nein. Mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo stellst du? Komm zurück! Ernsthaft, komm zurück, bitte. Nö, nicht nochmal. Ich hab das Achievement. Ich hau jetzt hier ab. Ich hab beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Aha, natürlich. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ja, du hast sie kaputt gemacht. So, ja, das sieht gut aus. Flop. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dir. Oh, ich hab ne Idee. Ja, du kleine Niete, ich hab ne. Schön, mögen die Spiele beginnen.
Mann. Okay. Jetzt dreht er richtig durch, das Pferd zu umbringen. Lalalala. Halt durch! Bin schon fast da! Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen! Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, flog dann gerade dein von Kugel durchsiebter Körper aus dem Raum. Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Ja. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaub ich. Warte. Das war falsch. Ich bin mal echt gespannt, wie oft ich in dieser Aufnahmesession noch fehlen werde. Also ich glaube, mittlerweile bin ich schon bei 4 Fails. Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaub ich. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Nicht wahr, Kumpel? Aber auch dumm. Die Klingel. Ist dich. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Bro? Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Still, halt, bitte. Nein. Oh, da bin ich fast schon weg. Gut, der ist blockiert. Wo steckst du? Sag ich dir wo steckst du? Komm zurück! Nicht nochmal. Ist da was kaputt gegangen? Nein. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ah, Zielschießen. Jetzt aber... Du hast auch keine Gnade verdient und ihr schon gar nicht. Gerade einfach sein. Junge. Sind wir gerade echt mal so entkommen? Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer
in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Okay. Möglich geht klar, das echt nicht. Was macht der Schalter? Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir noch die Chance geben, dich schon jetzt zu entsaugen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und dein grausamer Todeskampf. Okay. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Und obendrein tust du mir damit noch einen großen Gefallen. Der Stampfer funktioniert übrigens, keine Angst. Früher hatten wir damit manchmal Probleme. Dieser Stampfer aber funktioniert tadellos und du kannst dich auf deinen Tod verlassen. Wenn du also deswegen nicht reinspringen willst, sei unbesorgt. Du kommst ganz sicher darin um. Nicht völlig schmerzfrei, versteht sich, aber du wirst einwandfrei zermalmt. Ich renne schon los. Also nochmal, was heißt da wohl nein? Ja. Dann rennen wir mal los. Es kommt wahrscheinlich jetzt zum finalen Kampf. Ja. Really, hier kommt. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Ach echt? Du denkst, ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Bereit. Okay. Wir sind da. Beim letzten Kampf. Was glaube ich zumindest. Also Todesversteck, hat er ja eben gesagt. Oder auch nur Versteck. Ziemlich abgeschottet und düster. Also, hier sieht für mich ziemlich beschattet und düster aus. Beschädigte Kerne, so ein Glück. Du versuchst ihn irgendwie zu lähmen. Ich hole einen Kern, den du dann an ihn anschließt. Das machen wir ein paar Mal, bis er einen neuen Kerntransfer braucht. Ah, so wie bei dir, meinst du? Okay, klingt nach einem Plan. Okay, wir sind hier jetzt schon bei 19 Minuten. Ich würde sagen, ich mache jetzt lieber das Arschloch und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim letzten Kampf gegen Wheatley. Macht euch gefasst, Leute. Bis dann.